Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Mirko von Mirkos Fotowelt. Heute in diesem Video geht es um die 70D. Was ich so bisher mit meiner oder was ich Erfahrung gemacht habe mit der 70D, ob ich sie weiterempfehlen kann, was für Vorteile sie hat, was für Nachteile sie hat, kommt mal in diesem Video dazu. Vorab begrüße ich natürlich wie immer an dieser Stelle meine Abonnenten und Abonnentinnen. Wenn auch du dich für die Fotografie interessierst, insbesondere billig und günstig in die Fotografie einzusteigen, bist du bei mir genau richtig. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt, ein Like und vielleicht aktivierst du auch die Glocke. Dann verpasst du kein neues aktuelles Video mehr von mir. Ja, die 70D. Was kann ich jetzt dazu sagen? Ich war in manchen Punkten positiv überrascht von dieser Kamera. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch was ich so leichter und was sie anbietet an ihrer Qualität, muss man sagen. Und ob ich mir jetzt die Kamera wieder nochmal kaufen würde, muss ich mit ja beantworten. Ganz klar. Das kann ich schon mal vorab nennen. Ob das Objektiv ich mir nochmal kaufen würde, muss ich auch mit ja beantworten. Das 1585 von Canon für den APS-C-Sensor, also das EFS, ja, hat schon eine Qualität. Ich habe euch ja manche Bilder eingeleuchtet und ich werde in diesem Video auch Bilder nochmal von der 70D einleuchten. Ja, was kann man noch sagen? Was mich sehr überrascht hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist die Funktion vom Touch-Display. Also man kann alles mit dem Finger bedienen und ja, das ist natürlich grandios, finde ich. Ich dachte immer, auch im Live-Mode, das heißt, das Spiegel, wo hochklappt. Man kann auch über das Display auslösen. Das wollte ich euch jetzt nochmal wirklich zeigen. Ja. Jetzt ist das Display so hinhebt und ich will aber den Fokus hier hinsetzen. Löst es auch aus. War ein bisschen mittlerweile eingestellt. Ich bin da froh drüber. Und die Verschlusszeit. Okay. Dann haben wir es auch so zurück. Die Blende auch. Und die ISO klar auch. Im Menü gibt es halt keine Touch-Funktion. Das muss man natürlich aussagen, aber ich denke, es stört niemanden. Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Ich habe mir aber ein Buch drüber geholt über die Kamera jetzt. Das war das erste Mal, wo ich ja, mir ein Buch zur Kamera geholt habe. Da gibt es schon Interessantes drin, wo man sagt, okay, wusste ich noch gar nicht, ich probiere es, man lernt dazu. Die 70D hat den Vorteil, das Gehäuse ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, einfach kompakter wie bei der 6D. Hat genauso viel Megapixel wie die 6D von mir. Das dreh- und schwenkbare Display ist halt wirklich der Burner, wenn man sich selber filmt. So wie jetzt ich für YouTube, für euch, muss man echt sagen, top.
Ich habe das Video eigentlich gestern schon aufgenommen. Das, was mir mit der 6D passiert ist, wird mir mit dieser Kamera nicht passieren. Die Speicherkarte war dann voll, ja, und dann hat sie halt abgeschaltet, die 6D. Klar, sie konnten nicht weiter aufnehmen. Aber ich sag schon, so, wo war ich da stehen geblieben? Müsste ich wieder zurückspulen. Lässt ein bisschen Videoqualität nach. Ja, und da ist halt das dreh- und schwenkbare Display ein riesen Vorteil. Ich sehe, was die Kamera macht. Die Kamera zeigt mir Informationen an. Dann kann ich noch reagieren drauf. Ja, man sagt, halt, stopp. Speicher ist voll. Gut. Mache ich kurz den Punkt. Warte ich. Wechsle ich die Speicherkarte, dann mache ich weiter. Was bringt sie noch für Vorteile mit? Das Schulterdisplay finde ich halt auch, ich persönlich, ganz gut aus dem Grund. Ich fotografiere über den Zoom, weil ich habe das Display eingeklappt. Ich habe alle meine Daten einfach hier. Das bringt mir einfach für mich persönlich, finde ich das schön und ich finde das auch gut. Man kann es gut einnutzen. Hier jetzt zum Beispiel eine Sekunde, Blende 8. Okay, gucke ich nochmal, fokussiere ich, dann zeigt es mir sogar an, das Bild wäre jetzt richtig belichtet oder unterbelichtet, leicht eine, zweite Stufe oder überbelichtet. Das bringt mir dies Schulterdisplay. Akkustand und alles. Wo ich dann bei einer anderen Kamera, wie bei der Canon 55D, wo ich habe, oder bei der Canon 2000D durch den Zoomer schauen muss und da die Daten sehe, ist ein bisschen ja, aufwendiger, muss man ganz ehrlich so sagen. Würde ich jetzt die 70D eine Kaufempfehlung rausgeben? Ja. Nach dem Italienurlaub muss ich sogar eine Kaufempfehlung rausgeben. Sie hat eigentlich sehr viel Vorteile. Was ich jetzt aber finde bei der Kamera, das ISO-Rauschen fängt schon relativ früh an, muss man auch sagen. Da war ich jetzt negativ überrascht. Ich dachte, sie kann ein wenig mehr wie die Canon 55D oder auch die Canon 2000D. Aber da finde ich sogar persönlicher Eindruck, muss man dazu sagen, ein bisschen schlimmer bei über 1000er ISO. 1600er ISO ist schon ein Rauschen da. Man könnte noch damit leben, aber mit der Canon 55D mache ich auch so Bilder, manchmal sogar mit mehr Qualität, ohne mit weniger ISO-Rausche. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich und das finde ich als Nachteil. Was ich auch als Nachteil finde, also das ist jetzt die Kamera, wo man einfach mal mit diesem Objektiv so mitnehmen kann, bei der Reise so dran und man geht in der Stadt oder im Ort zum Fotografieren und holt die Kamera raus, sie hat schon ihr ordentliches Gewicht. Das sind so die Nachteile. Was ich jetzt gut finde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, viele jetzt sagen, ja, das ist nervig, aber ich finde es gut, ist halt, dass man, ja, wieder, dass es arretiert ist, Knopf drücken muss und dann erst das Modus Wahlrad drehen kann. Dass er Wasserlage hat im Display, finde ich auch wieder gut, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist. Manchmal ist mein Horizont leicht schräg, aber es liegt daran, die Kamera war gerade nur schräg zum Horizont. Gerade hätte ich können jetzt von der Aufgabe da nicht aufnehmen. So, nur mal kurz dazu. Was hätte sie noch für Funktionen? Gute Videofunktion hat sie und es wird bei mir, wird sie hauptsächlich die
zukünftige Videos für YouTube aufnehme. Und ja, aus dem Grund einfach, dass ich sage, ich sehe mich selber, ich sehe, was die Kamera hat, wie lange ich noch die Aufnahme kann, weil die hat halt auch, wie die sechste Aufnahme, die mit von 30 Minuten, wenn das Video mal dann länger gehen würde, könnte ich rechtzeitig reagieren. So müsste ich immer, habe ich immer früher auf die Zeit geschaut. Das muss ich jetzt bei dieser Kamera nicht mehr. Ich sehe sofort, dass ich scharf bin. Im ein oder anderen Video war das Autofall, dass ich nicht hundertprozentig fokussiert war, weil der Autofokus bei älteren Kameras nicht so schnell reagiert wie bei einer aktuellen Kamera. Aber das ist halt wie überall so. Man muss dann halt wirklich ein paar Abstriche machen. Das, aber da muss ich jetzt sagen, bei ihr, bei der 70D, in dem 1585, reagiert der Fokus relativ zügig und muss man auch so sehen, er reagiert sehr schnell für das Alter der Kamera, wo jetzt die 6D einfach ein wenig Probleme hat. Und sie, wenn man da den Fokus einstellt und sagt, das Feld sollst du ja fokussieren, klappt das wunderbar. Und ja, ich würde sogar behaupte, genauso gut wie an einer aktuellen Kamera. Das ist schon mal auch ein sehr großer Vorteil, muss man sagen. Und ich bin da auch sehr zufrieden damit. Man kann bei der Kamera eigentlich, wenn man sie sich jetzt kauft, im großen Sinn, als Hobbyfotograf nichts falsch machen. Professioneller Fotograf würde ich, wenn man dauerlicht permanent arbeite auf einer Hochzeit oder halt mit einem klassischen Aufsteckblitz, muss man so sehen. Was kann man noch dazu sagen? Ja, anschlusszeitig wie gehabt, Mikrofon und Kopfhörer. Das ist jetzt ein riesiger Vorteil im Gegensatz zur Canon 2000er. Ein Ausgang von HDMI Mini und ein Mini USB. Ja, Kartefach ist wieder auf der Seite, finde ich persönlich auch ein Vorteil. Man muss jetzt immer den Akku öffnen. Es ist ein Nachteil bei der 2000D, aber man kommt mit einer Stativplatte eigentlich ganz gut an den Akku ran bei der 2000D. Was ich auch gut finde, ist zwei Einstellreiter. Ein drittes, muss man dazu sagen, wäre natürlich ein Vorteil, aber kein Muss. Ich habe jetzt hier meine Verschlusszeit, da meine Blende, weil die 6D identisch ist. Das war meine erste Kamera mit zwei Wahlräder und so werde ich es halt auch belassen. Aus dem ganz einfachen Grund ist für mich einfacher. Ich habe so bei der ersten Kamera und bei der zweiten Kamera auch. Man kann die Kamera, wenn sie eingeschaltet ist, einhändig bedienen. Ja, man erreicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch zum Video, muss man auch sagen. Und ja, das wären also wesentliche Vorteile. Jetzt würde es mich persönlich interessieren, wie schlägt die Kamera sich, wenn man sie gegen die 2L6D antreten lässt. Gibt es da einen Unterschied bei den Bildern oder nicht? Und das würde mich jetzt noch interessieren. Ob man da merkt, einfach der APS-C-Sensor oder merkt man den Vollformat-Sensor. Sind beide so circa gleich alt, gleich rausgekommen. Was die ältere Kamera, nicht nur die 70D, auch die 6D, die 5D Mark II, Mark
Mark 3 von der 5D. Wenn man mit einem LED-Licht, farbiges LED-Licht fotografiert, der Weißabgleich kriegt die Kamera halt nicht so gut hin wie eine aktuelle Kamera. Muss man aber auch sehen, wo die rausgekommen ist. Die 6D, die 5D Mark II, die 5D Mark III. Gab es die Lichter noch nicht so gängig, wie sie jetzt sind. Da gab es einen Aufsteckblitz oder weißes Dauerlicht und war gut kalt, aber mehr auch nicht. Dann kam es immer mehr mit dem RGB-Licht. Muss man nicht haben. Da hat sie bis jetzt nachgesehen. Aber so, wenn man jetzt draußen bei Tageslicht fotografiert, macht man nichts falsch. Also von meiner Seite aus kann ich da auch mal sagen, klar, Kaufempfehlung, die Kamera gibt man schon ab 250 aufwärts. Natürlich je nach Zustand muss man dazu sagen, wenn man ein guter Zustand will, sagt man halt auch mal für ein Modell noch, ja, eine Kamera gut und gern 350 bis 400 Euro. Das muss man sich dann halt sagen, okay, ich habe halt einen sehr guten Zustand. Man kann aber keinen Griff drunter machen, um mehr Akkulaufzeit zu haben. Und was für mich ein Vorteil ist, es ist der gleiche Akku, wo Canon jetzt noch verwendet, der LPE6 und der gleiche Akku, wo in der Canon 6D drin ist und in der 5D. Und ich meine sogar in der R6 und in der R5. Man hat halt mit den Akkus, wo nur die LPE6 sind, weniger Aufnahme und weniger Videoaufnahme, wie wenn man dann von der R6 oder von der R5 den aktuellen Kamera-Akku nimmt. Der ist natürlich auch weiterentwickelt worden und ist stehen geblieben. Was ich auch schön finde oder gut finde, man kann sie locker. Jetzt ist sie so gesperrt, wenn man sie in der Tasche hat. Fototasche, holt sie raus. Ja. Man kann nichts verstehen an der Einstellung. Nein, der Einstellung. Jetzt ist sie wieder frei. Das sind so die wesentlichen Punkte, was für die 70D spricht. Jo. Und jetzt sind wir doch schon mal das erste Video hier in meinem Büro, zukünftiges YouTube-Studio. Büro, so möchte ich sagen. Und jetzt kann ich euch, welche wo das wissen und auch sich damit auskenne, ich habe ein 50 mm auf der Kamera drauf. Er steht relativ weit weg. Ich schätze mal so gut und gern 2,5 Meter von mir. Hinter euch wäre noch 1,50 Meter bis 3 Meter weit Platz. Und darum habe ich auch noch Platz. Es ist jetzt noch nicht fertig eingerichtet, final, wir sind da dran. Wir haben schon mal den ersten PC hier und haben auch schon einiges an Möbel hier drin, aber halt noch nicht final. Darum schaltet es auch ein bisschen hier so und dafür möchte ich mich in aller Form bei euch entschuldigen. Und dann würde ich sagen, wie immer an dieser Stelle, wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren. Geht raus, das Wetter macht mit, hoffen wir, ja, gute Lichtverhältnisse heute, zumindest in meiner Region. Und ich werde heute auch rausgehen und fotografieren. Vielleicht nehme ich die 70D mit, vielleicht die 6D, vielleicht nehme ich auch beide mit, vielleicht nehme ich auch andere Kamera mit. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich wünsche euch immer gutes Licht. Viel Spaß beim Fotografieren. Euer Mirko von Mirkos Fotowelt. Ciao, bis zum nächsten Mal.